Die heute mit dem Kristall. Herzlich willkommen. Astrologisches Stundenbuch, Markus Termin, der 7. November 2023. Mond ist in der Jungfrau, Mond ist im Zeichen Jungfrau. Und wenn der Mond in der Jungfrau ist, dann macht er natürlich Trigone zu Jupiter und Uranus, das Jupiter-Trigon heute Nachmittag direkt und wird, wenn er dann natürlich auf die Venus trifft, auch dieses Trigon zwischen Venus und Pluto nochmal aktivieren. Wir können also von einem großen Erdtrigon sprechen. Vielleicht eine grundsätzliche Bemerkung zu Jupiter und Uranus rückläufig. Jupiter wird rückläufig sein bis zum 31. Dezember. Und Uranus ein bisschen länger in den Januar hinein und dann geht er wieder direkt im Stierzeichen. Und wenn wir Uranus als den Freiheitsbringer nehmen, sehr eindrucksvoll übrigens die ganzen Stierpersönlichkeiten, die während der, ihr wisst schon, herausgetreten sind und sich für die Freiheit eingesetzt haben, eben Uranus im Stier bedeutet nichts anderes, wie dass die Stiere die Fackelträger der Freiheit sind. Wenn aber Uranus rückläufig ist, dann sind wir natürlich wieder in dem Modus, wo Dinge zurückgenommen werden, die vielleicht vorher schon erkämpft worden sind. Ihr wisst, dass zum Beispiel ein berühmter Stiergeborener, ich sage jetzt keinen Namen, im Augenblick meines Erachtens völlig, völlig ungerechtfertigt, meines Erachtens im Gefängnis sitzt. Aber wer sich darüber informiert, der kann das wissen. Jedenfalls, das sind Signaturen dieser Rückläufigkeit. Deconstruction wäre das Wort für Stierrückläufigkeit und vom Skorpion außen sowieso. Wenn Sie jetzt mal ein bisschen rüber auf die Bilder gucken, die gerade da pulverisierten Beton gemischt mit viel roter Farbe, in den entsprechenden Gebieten anschauen, dann haben Sie hier genau dieses Bild, diese Skorpionzerstörung, die quasi Ruinen erzeugt, um dann wieder ein neues System, ein neues Ding aufzubauen, das eben dann besser passt und für die. Und dafür haben wir dieses große Erdtrigon. Das ist jetzt der allgemeine Level und da gibt es noch zig andere Details, also hier zum Beispiel die Venus-Opposition zu Neptun. Das sind jetzt wieder so Stop-Oil-Leute in London in eine Galerie eingegangen und haben doch tatsächlich da ein berühmtes Venus-Bild, ein Aphrodite-Bild zerstört. Nee, das haben sie nicht zerstört, sie haben nur die Glasscheibe zertrümmert, die dieses Bild schützen sollte und hoffentlich auch weiter schützt. Aber das ist so eines dieser typischen magischen Herausplopper der Astrologie, die ich besonders faszinierend und interessant finde. Ja, wenn Sie jetzt diese Situation im Weltganzen, im Allgemeinen nehmen, was können wir im persönlichen Leben tun, um das positiv umzusetzen? Man macht einfach genau dasselbe, aber in einem guten Sinne. Jupiter und Uranus sind rückläufig im Stier. Raus mit allem, was nicht gebraucht wird. Leer machen das Schiff für den kommenden Sturm. Weg mit dem Zeug. Und gleichzeitig aber eben nur die Sachen raus, die tatsächlich sinnvoll sind zum Entsorgen, um eine neue Grundlage zu haben für die kommende Zeit mit Pluto im Wassermann, wo es um Luft geht, wo es um Beweglichkeit geht, wo all diese Dinge und die Veränderung an sich und selber können und wollen wir ja gar nicht aufhalten, sondern es geht darum, dass es Veränderungen gibt in dem Sinne, dass das Schlechte entsorgt wird und das Gute in den Vordergrund tritt. Und das können wir im persönlichen Leben machen. Wer hat nicht zu viele Dinge angesammelt? Und das bietet sich an mit diesem Jupiter rückläufig, mit dem Uranus rückläufig hier, quasi sich nicht dem öffentlichen Geschrei überlassen, sondern einen persönlichen Befreiungsschlag auszuführen. Und das wäre insbesondere mit diesem Jungfraumond und dem großen Erdtrigon machbar im Sinne eines Impulses. Wir setzen diesen Impuls, wir fangen das an, wir starten damit.
ziehen das eventuell durch bis zur Weihnachtszeit und kommen dann am Ende raus mit einer ganz frischen Perspektive, wo wir unsere Sachen auf die Reihe gekriegt haben und handlungsfähig sind. Und darauf kommt es doch an. So, das ist mein Überblick für heute und zum Jungfraumond. Lilith ist immer dabei. Das ist eben, wie gesagt, mitunter auch unschön, aber das ist klar. Ja, soweit. Es ist der 7. November 2023. Wie immer mein Disclaimer, ihr könnt mich hier oben erreichen, Datum, Adresse, Zeit und unten im Blog die Bedingungen für eine Beratung. Und natürlich auch wirklich, wirklich vielen Dank für die Kommentare und für die Likes und die Daumen. Und am besonders klasse finde ich das, wenn Diskussionen zustande kommen. Und gerne, gerne würde ich das auch in Zukunft noch fantasievoll erweitern und da noch ganz andere Sachen machen, vielleicht auch mit anderen Leuten zusammen, die Lust haben, in solche Dinge einzusteigen. Das ist Markus Termin, astrologisches Stundenbuch, der 7. November 2023.